Herstellungskosten eines neuen Rheumamittels werden durch die Funktion f mit f von x gleich ax plus b durch x plus 5 modellhaft kalkuliert. Hierbei gibt f von x die Kosten in 10.000 Euro für die x-te Produktionseinheit an, wobei die Einheiten nacheinander produziert werden. Die 5. Produktionseinheit kostet in der Herstellung 950.000 Euro, die 20. nur noch 560.000 Euro. Berechnet sie, ab der wievielten Produktionseinheit die Herstellungskosten für eine Produktionseinheit geringer als 400.000 Euro sind. Was müssen wir hier machen bei der Aufgabe? Wir setzen für f von x gleich 40 ein. Ja, also denken Sie dran, hier steht in 10.000 Euro, also müssen wir hier 4 Nullen streichen, das ist völlig richtig. Also machen wir das mal, gleich 40, nächster Schritt. Dann multiplizieren. Das Ganze nach x auflösen. Richtig, wir multiplizieren es mit dem Nenner durch. Also wir haben dann also 40, nehmen wir mal gleich direkt, 40x plus 200. Ist gleich 30x plus 800. Stopp. Oder gut. Also 40 mal x plus 5 ergibt 40x plus 200. Jetzt weiter. Wir haben dann 10x ist gleich 600. Oder x gleich 60. So, das heißt jetzt aber, dass erst ab der 61. Produktionseinheit die Kosten geringer als 400.000 sind. Da wir ja bei 60 noch bei exakt 400.000 sind. Also, das heißt, bei 60 haben wir exakt 400.000 und wir denken in Einzelschritten. Also, das heißt eigentlich, also nach der 60. Vielleicht schreiben wir das so, nach der 60. Also nach der, ab der 61. Produktionseinheit liegen die Kosten unter 40 und dann nochmal mal 10.000, also 400.000 Euro pro Produktionseinheit. Gibt es da Fragen dazu? Also Sie müssen halt aufpassen, es ist klar, dass es keine halben Produktionseinheiten gibt, sondern immer nur ganze Produktionseinheiten. Wenn Sie hier bei x, eigentlich ist x hat keinen reellen Definitionsbereich, sondern theoretisch einen natürlichen. Ja, das ist hier nicht gesagt und deswegen ist die Frage, ist also, ob Sie dafür was abgezogen kriegen, wenn Sie hier nach der 60. schreiben. Also für x größer 60, wenn Sie da x größer 60 hinschreiben, das ist dann schon okay. Also größer gleich 60 ist sicher falsch, größer 60 ist okay. Ob das mit der 61 sein muss, weiß ich nicht. Also ich werte es im Abi mit Sicherheit beides als richtig. Gibt es noch Fragen dazu? Gut.